Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, ich war ja gestern im Freibad. Jetzt überlege ich, mir auch ein Tattoo stechen zu lassen. Oder wie ich es nenne, ein Assisticker. Bis vor 10 Jahren war ich ja voll stolz, dass ich meine Oma damals auf den Arm Anke tätowieren lassen hat. Ist die so auf dich abgefahren? Nee, als sie noch keine Falten hatte, hieß das Atomkraft, nein, danke. Einmal die 4 und den ultra coolen und täuschend echt aussehenden Knacki-Tattoo-Skin-Ärmel zum Überziehen. Momentchen mal bitte. Stefan, meinst du, mir steht ein Tattoo? Das fällt bei dir doch eh nicht auf. Wieso? Du bist doch so behaart, wenn du mit einem Hund Gassi gehst, wirst du doch zuerst gestreichelt. Nenne. Also die Gletschermumie Ötzi hatte insgesamt stolze 61 Tattoos. Der kam bestimmt gerade mit einem neuen Arschgeweih aus dem Tattoo-Studio, als er von seiner Frau erschlagen wurde. Stefan, wenn man damals zu Omas Zeiten ein Tattoo hatte, war man ja immer ein bisschen anrüchig und hatte was Kriminelles. Viele Tattoos haben ja auch heute noch eins mit Verbrechen gemeinsam. Was? Man versteht nicht das Motiv. Macht 8.329 Euro. Sammeln Sie Stichpunkte, haben Sie eine Stechkarte oder sind Sie im Feuerwehrmann Sam Club? Feuerwehrmann Sam? Der hat doch bestimmt ein Tattoo. Läuft bei dir. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.